Christian Wolf-Rumm, seit Anfang Jahr sind Sie Vizepräsident für Forschung. Wo halten Sie sich lieber auf? Im Labor oder im Büro? Im Labor. Wofür schlägt Ihr Herz mehr? Für die Grundlagenforschung oder für Anwendungen im Alltag? Irgendwo dazwischen. Da sind wir wirklich ziemlich genau in der Mitte. Also. Wenn Sie Entscheidungen treffen, hören Sie auf den Bauch oder auf den Kopf? Bauch. Ihr Führungsstil, Vertrauen oder Kontrolle? Vertrauen. Und wie sieht Ihr Schreibtisch aus? Schön geordnet oder eher kreatives Chaos? Sehr geordnet, kein Papier. In Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich mit Fettzellen. Worauf können Sie besser verzichten? Auf Zucker oder auf Butter? Auf Zucker. Was mögen Sie lieber, Fondue oder Raclette? Fondue. Bier oder Wein? Bier. Kaffee oder Tee? Kaffee. Als Delegierte der Schulleitung für Medizin waren Sie für die Einführung des Medizin-Bachelors zuständig. Den Master machen die Studierenden dann in Lugano, Basel oder Zürich. Welche Stadt gefällt Ihnen besser, Lugano oder Basel? Lugano. Ganz generell, lieber Stadt oder Land? Beides. Für Ferien in die Berge oder ans Meer? Ans Meer. Und zu Hause kochen oder abwaschen? Kochen. Sport treiben oder Sport schauen? Sport treiben. Sachbuch oder Roman? Sachbuch. Theater oder Kino? Theater. Musik hören oder Musik machen? Beides.